Die Ruhe vor dem Sturm. Der historische UFO-Bericht des Pentagon sollte die Wogen glätten und Verschwörungstheorien um geborgene Alien-Raumschiffe ein für alle Mal beenden. Aber er ist so schlampig gemacht, dass er die Glaubwürdigkeit der US-Regierung noch weiter zerstört. Denn vor und hinter den Kulissen braut sich ein Sturm zusammen. Und diejenigen, die wirklich Bescheid wissen, bereiten den Gegenangriff vor. Außerdem, wir reden mit einer Bundeswehrsoldatin über ihre UFO-Erfahrung im Dienst. Und ein spanischer Militärstützpunkt wurde von einer Lichtgestalt heimgesucht und löste eine gefährliche Schießerei aus. Dazu haben wir ein Video mit dem Hauptzeugen dieses Vorfalls. Und wir reden über eine sehr interessante Theorie, die uns vielleicht der Frage aller Fragen endlich näher bringt. Woher kommen sie denn wirklich, diese seltsamen Flugobjekte? All das und mehr jetzt bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und es kommt immer mehr in Bewegung. Und wie gut, dass ich das nicht alleine stemmen muss. Hier ist ja wieder der sensationelle Dirk Pohlmann. Ja, der gerade den Aerotango geprobt hat. Das heißt, zwei Schritte vor, drei Schritte zurück. Ja, wir kommen ja jetzt dazu. Und das ist wirklich sensationell, der historische UFO-Bericht. Sensationell ist auch, dass die Alien-Seuche in den Köpfen der Menschen jetzt auch Parlamentarier im EU-Parlament befällt. Immer mehr fallen diesen verrückten Verschwörungstheorien anheim, die da kursieren. Und hier ist das neueste Opfer, der grüne Abgeordnete Guerrero im EU-Parlament vor wenigen Tagen. Bitteschön. Thank you, Chair. Recently, the Pentagon and its currently unidentified anomalous phenomena investigative program named ARO published a report considering that ARO has not discovered any empirical evidence that any sighting of UAP represented off-world technology or the existence of a classified program that had not been properly reported to Congress. However, Lou Elizondo, the former director of the Advanced Aerospace Threat Identification Program, ATIP, replied that this public report is intentionally dishonest, inaccurate, and dangerously misleading. The same conclusion can be reached when analyzing the recent statements of US top officials in the Army, which mentioned in the congressional hearing that the government has secret programs and that some UAPs are not explained by current human technology. For me and many others, one thing seems rational and obvious. Someone is hiding something, and it's not those who are seeking the answers. Also Dirk, ich kann das überhaupt gar nicht verstehen, ja? Da haben die Amerikaner jetzt jeden Stein umgedreht, ja? Ein Jahr lang alle ihre Arbeit darauf gerichtet, endlich diese ganze Thematik aufzuklären und die Verschwörungstheorien für ein für alle Mal zu beenden. Und dann geht das so schief. Es ist doch so ein schöner Bericht, den Sie herausgebracht haben. Der Report on the Historical Record of US Government Involvement with Unidentified Anomalous Phenomena, Band 1. Es soll noch ein Band 2 kommen. Und es werden doch da drin alle Fragen beantwortet. Oder wie siehst du das? Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es gelesen und ich musste zum Teil fing so an zu lachen, ja, weil für mich sieht das aus, als wenn man einen Praktikanten daran gesetzt hat, alle offiziellen Stellungnahmen der Regierung seit 1947 zusammenzutragen und kritiklos zu übernehmen, sodass man sich eine Agenda zusammenschustern kann, die Leute, die schon immer der Meinung waren, dass es sich um Unsinn handelt, bestätigen kann. Der Rest der Leute, die auch nur annähernd etwas damit zu tun hatten und Einblick genommen haben, werden das Ding sozusagen, es ist lächerlich. Es ist lächerlich und es ist so lächerlich, dass ich mich frage, was damit beabsichtigt ist, weil es wird ihnen um die Ohren fliegen. Dieses Ding ist nicht zu halten. Also aus einer Vielzahl von Sachen, wir werden hier in die Einzelheiten reingehen. Es hat mich außerdem noch erinnert, ich habe gedacht, ich kriege jetzt eine Printversion von dem, was mir der CIA-Historiker Haynes in meiner UFO-Doku von, ich glaube, 2004 war das, erzählt hat, weil das ist auf dem gleichen Stand. Es ist jetzt nur ein bisschen in die Zukunft weitergeschrieben, aber die Argumente sind die gleichen. Es ist ein
wie man so schön im Schwedischen sagt, wie ich erfahren habe, Anticlimax. Das Gegenteil von einem Höhepunkt der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas. Ja. Also es war nicht überirdisch, es war unterirdisch. Es gibt ja auch Presseberichte, bevor wir jetzt ins Detail gehen, es gab ja hier auch so schon Presseberichte, hier mal ein sehr schlechter Pressebericht vom Merkur mit teilweise, wie ich finde, frei erfundenen Sachen. Ja, also hier steht irgendwie zum Beispiel, das US-Militär geht davon aus, dass die Mehrheit der UFO-Sichtungen auf fortschrittliche Fluggeräte aus Russland zurückzuführen sei. Hast du das irgendwo gelesen? Nein, auf keinen Fall. Sie reden, das sagt ja wie Haynes, sie reden davon, sie geben eine ganze Liste von Fluggeräten an, die möglicherweise, das Argument von Haynes, was ja damals schon lächerlich war, dass die U2 für diese Sichtung verantwortlich ist. Und von Russland ist da nicht die Rede, sondern wir haben eine Liste amerikanischer Fluggeräte, von denen sie reden. Also das ist einfach ein Fehler. Ja. Falsch. Also, wir haben auch auf unserer Website haben wir dann eine ganze Reihe von Links von auch wirklich guten Berichten, die darüber gemacht worden sind. Aber wir wollen das doch mal ein bisschen ausklambüsern, was hier gewesen ist. Zuerst mal, was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass Sean Kirkpatrick von Arrow schon vor Veröffentlichung dieses Berichts Stimmung gemacht hat im Scientific American und gesagt hat, wir brauchen UFO-Forschung, aber ohne Verschwörungstheorien und so. Es seien keine glaubhaften Zeugen da gekommen und so weiter. Und der Bericht wurde dann vorgestellt vor einer handverlesenen Gruppe von Journalisten, die Runde war geschlossen. Also es hat sich sogar Stephen Greenstreet von der New York Post, der ja nun ein ausgemachter Kritiker dieser ganzen Veröffentlichungen ist, dieser ganzen Enthüllungen, selbst der hat sich beschwert, hat gesagt, die wollen hier garantiert irgendwie das Narrativ kontrollieren. Warum sollten die das machen? Und dann wurde der Bericht also am Freitag um 16 Uhr deutscher Zeit, also 10 Uhr Eastern, wurde der veröffentlicht, zeitgleich mit Artikeln in Politico und so weiter. Und großer Tenor, US-Regierung hat keine Beweise für Außerirdische gefunden. Das ist so irgendwie, das ist das, was die immer wieder gerne berichten. Dabei war das auch überhaupt gar nicht der Fokus dieser Ausarbeitung eigentlich. Ne? Also eigentlich war ja beauftragt gewesen vom Kongress, dass ein Bericht gemacht werden soll über die historischen Verwicklungen der US-Geheimdienste in die Vertuschung und Desinformation über das Thema. Ja, und dann kommt jetzt haben sie eine weitere Desinformation hinzugefügt. Ja? Also mir ist es nicht an der Aufgabe vorbei, Thema verfehlt, würde man als Deutschlehrer sagen bei einem Aufsatz. Ja? Und das dann noch in der Art und Weise, dass die Qualität so, also ich meine, das kann man mit Copy und Paste, es sind ja auch solche Copy und Paste-Fehler unterlaufen. Also eine Sache steht da drin von einem Spike 1960, also einem UFO, sozusagen einem vielen UFO-Sichtungen 1960 ist falsch. Ja, das ist also das solche das kommt in Reihe vor. Solche das wird der das Kenneth Arnold wird angegeben, dass er mit dem falschen Tag wird er angegeben davon, obwohl das... Na, pass auf, wir kommen ja gleich noch zur Kritik. Lass uns erstmal kurz über den Bericht reden. Also hier erstmal die Schlussfolgerung, das Executive Summary. Arrow hat keine Beweise gefunden, dass irgendeine Regierungsuntersuchung oder akademische Forschung oder offizielle Überprüfungspanels bestätigt hätte, dass irgendeine Sichtung von UAP eine außerirdische Technologie darstellt. Was ich hier schon interessant finde, ist, dass sie sagen Extraterrestrial Technology. Also, dass sie sagen, das muss von Außerirdischen sein. Denn wenn du das jetzt mal vergleichst mit zum Beispiel mit diesem Schumer Amendment, also mit dem letzten Gesetzesantrag, der ja dann gescheitert ist, des Mehrheitsführers Chuck Schumer, wo sie einen kontrollierten Plan zur Offenlegung dieser ganzen Geheimnisse einführen wollten, da wird ja gar nicht mehr von Extraterrestrial geredet. Also die neue Nomenklatur ist ja jetzt NHI, Non-Human Intelligence, nicht humane Intelligenz, die ja auch viel ergebnisoffener ist und breiter als dieser Begriff mit diesen Außerirdischen. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dieser Begriff mit den Außerirdischen, das wird wirklich zum Framing benutzt, um dann sagen zu können, ja, aber wenn es Außerirdische sind, die können ja gar nicht hierher kommen, das ist ja alles so weit weg und so. Dabei weiß ja keiner, ob es Außerirdische sind. Das ist ja
völlig unklar, was dahinter steckt. Ja, es ist man ja nur ein Strohmann-Argument. Man baut ein Argument auf, was man wunderbar verprügeln kann, obwohl es gar nicht das Argument ist, das von der Seite, die man verprügeln will, angeführt wird. Also wir haben ja, Grush hat ja zum Beispiel als Physiker die Hypothese, über die wir in den letzten Sendungen immer geredet haben, also das heißt interdimensionale oder andere Phänomene, wir kommen ja heute auch nochmal dazu, die eigentlich wissenschaftlich auch viel interessanter sind. Also wir sind nicht an dem Punkt, es gibt ja auch, also ich will die Möglichkeit nicht ausschließen, aber eben das Nicht-Ausschließen sollte sich grundsätzlich zu dem Zeitpunkt, wo man das nicht genau weiß, sondern anfängt, sich damit zu beschäftigen, in einem tieferen Sinne, ist es wissenschaftlich unbedingt nötig, dass man das so durchzieht, wie es sich gehört, nämlich skeptisch in jede Richtung. Und dass es die ganze Sache ist eine PR, eigentlich eine Medienkampagne. Da würde ich es einordnen. Ja, es hat nichts zu tun mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. Also da bist du jetzt, finde ich, ein bisschen hart. Ja, also das jetzt als PR zu bezeichnen. Guck mal, die haben ja jetzt auch wirklich wirklich detailliert auch aufgeführt, welche Projekte da stattgefunden haben. ich zeig's mal hier. Also das sind jetzt ein Beispiel der unklassifizierten und deklassifizierten authentischen nationalen Sicherheitsprogramme, von denen Aero glaubt, dass sie wahrscheinlich mit fehlerhaften UFO-Berichten zusammenhängen. Also welche Projekte, welche geheimen US-Technologien jetzt für die Sichtungsberichte von UFOs verantwortlich gewesen sind. Da haben wir erstmal das Manhattan Project, wo die Atombombe gebaut wurde. Mhm. Da verstehe ich jetzt nicht so genau, wieso das Geheimnis um das Manhattan Projekt und die Errichtung mehrerer nationaler Laboratorien wie Los Alamos, Lawrence Livermore, Sandia Labs, Pacific Northwest und Oak Ridge, um dieses Projekt zu unterstützen, haben wahrscheinlich zu einer Erhöhung von UFO-Berichten beigetragen. Verstehst du diese Logik? Warum, also wenn das geheim war, ja, und was hat jetzt die Entwicklung einer Atombombe, die irgendwo in dem Gebäude stattfindet? Jedenfalls fliegt die Atombombe ja nicht um das Gebäude ringsrum. Also wie soll das jetzt zu einer Erhöhung von UFO-Sichtungen beigetragen haben? Vor allem von der Zeitachse her. Wir reden ja von diesen Laboratorien, die errichtet wurden, und Manhattan Project ist nicht auf der gleichen, also in der Zeitschiene parallel zu der UFO-Geschichte. Also das Manhattan Project startet früher im Krieg, und es ist gelungen, also mit mehr als 30.000 Leuten, es gibt immer verschiedene Angaben, wie viel da gearbeitet haben, das geheim zu halten. Es ist einfach, ich würde sagen, es klingt gut. Also das ist auf diesem Level, hat keinen direkten Bezug, hat keine Verbindung. Deswegen rede ich davon, die Zielrichtung davon ist die Leute. Man wird die Leute, die sich auskennen, damit nicht erreichen mit diesem Bericht. Aber die Leute, die schon immer, also Spiegel oder was du hattest, Münchner Merkur, diese Leute, die eigentlich nur darauf warten, dass etwas geliefert wird, was sagt, alles Bullshit, die kann man damit füttern. Und dann wird es entsprechende Schlagzeilen geben. Also Leute, die sowieso schon immer geglaubt haben, dass es Quatsch ist, wird dieser Bericht ihre Erwartungen bestätigen. Genau. Hier zum Beispiel Projekt Mogul und Projekt High Dive haben also auch dazu beigetragen. Zum Beispiel war ja ein abgestürzter Ballon aus dem Geheimprojekt Mogul. Das waren ja offizielle Erklärung für das, der hat ja zu der ganzen Absturzsaga in Roswell, New Mexico geführt, ne? Und High Dive in den 50er Jahren dann auch. Da wurden dann also Crash-Test-Dummies abgeworfen, und das soll dann also für die Alien-Leichen, die da berichtet worden sind, in Roswell verantwortlich gewesen sein. Aber immerhin nennen sie jetzt hier auch, guck mal, und da muss ich sagen, da kommt man jetzt nicht so einfach raus. Also das ist jetzt wirklich ein echt krasses Argument, und zwar hier Afrocar. Kanada hat 1958 versucht, ein überschallgeschwindigkeitsscheibenförmiges Objekt, Fluggerät zu entwickeln, das vertikal starten kann. Und das wurde, gab's also auch wirklich eine typische, stereotypische Erscheinung eines kreisrunden fliegenden Unterscheiben-Dingsbums. Und ich meine, wenn es das wirklich gegeben hat, das sagen sie ja hier auch,
das muss irgendwie, das könnte dazu beigetragen haben. Das könnte also als UFO fehlgedeutet worden sein. Und da ist doch was dran, oder nicht? Also das Argument ist so alt und so schlecht, dass es ja schon in meiner UFO-Doku habe ich dann mir die Aufnahmen angeguckt und das Afrika ist, kann man als Bodeneffekt Fluggerät bezeichnen. Also das hat diesen Kuanda-Effekt und sieht, wenn man das als Foto sieht, ganz gut aus oder so sieht es auch gut aus. Aber wenn man dann sieht, wie das, also es kann über einer glatten Fläche, kann es sich auch in einem Abstand von einem halben Meter gerade mal so bewegen. Aber wenn es dann anfängt, überzugehen in andere, es ist eigentlich ein früher automatischer Rasenmäher-Roboter, würde ich sagen. Dafür könnte man das als Beispiel nehmen. Es ist grotesk, ja. Also dieses Ding steht auch im Museum und das ist damals schon eines der beliebtesten Argumente gewesen. Für was soll es hier, sieht man ja, für was soll es bitte verantwortlich sein, außer für schwere Schäden an Hasenohren, ja? Die Aliens kommen, eindeutig. Und das war also jetzt sozusagen, also das ist so, und man hat wirklich den Eindruck, das ist so die, das Level, auf dem sich der ganze Bericht bewegt, ja? Sie fassen ja dann auch eigentlich die ganzen, sie gehen auch gar nicht weiter auf diese Sache ein mit der Desinformation. Sie sagen nur mal kurz, sie erwähnen nur mal ganz kurz das Robertson-Panel in den 50er Jahren, was ich hier gerade raussuche. Das Jahr 1953 gegründet worden ist. Hier, das erwähnen sie immerhin, ja. Ja, da gab es also mindestens einen Vorschlag der US-Regierung von dem CIA, von der CIA-Kommission von Robertson, aktiv Training und Debunking-Bemühungen durchzuführen, um verschiedene verschiedene öffentliche Medienwerkzeuge zu nutzen, um die Öffentlichkeit von wegzusteuern von dem Berichten von UFOs. Hm. Das ist jetzt schlecht übersetzt, tut mir leid. Und der Grund war, dass sie nicht geglaubt haben, dass es ausländische technologische Bedrohungen oder außerirdischen Ursprungs ist, das Ganze, sondern es wurde so gesehen, dass die ständige Flut an UFO-Berichten die Regierungsprozesse lahmlegen könnten und dass deshalb die Befürchtung geäußert wurde, dass solche Berichte eine Massenhysterie auslösen könnten, die der Sowjetunion dienen könnten. Und darum haben die sozusagen auch in einem Film. Also ist in meiner Doku ist das sozusagen der Punkt war, man hat ich habe das ja sozusagen wirklich hübsch erklärt, ja. Es gab Krieg der Welten von Orson Welles, diese Radiosendung, und dann hat man festgestellt, oh, da kann man ja, auch wenn das viel geringer war im Effekt, als es dann berichtet wurde, kann man eine Massenhysterie, die Leute fangen an, sowas zu glauben. Die glaubten, es gab in einem begrenzten Umfang Leute, die glaubten, dass es tatsächlich um Angriff der Außerirdischen auf die Welt handelt. Und dann kam daraus, weil man die Ortung von Flugzeugen sehr oft noch akustisch war und weil man das über den Nordpol erwartet hat, einen russischen Angriff, ist übrigens in gewisser Weise immer noch so, weil das die kürzeste Route ist von Russland, abgesehen jetzt von den Aleuten, also von Fernost nach Alaska, also Fernostasien, Vladivostok nach Anchorage, sage ich mal, nur zwei Orte zu nennen. Und dann hat man gesagt, wir müssen verhindern, dass die Kanäle, die wir haben, verstopft werden von hysterischen Leuten, die glauben, dass sie UFOs gesehen haben. Und hinter dieser UFO-Hysterie könnte man einen realen Angriff mit Flugzeugen verstecken. Gegenmaßnahme, das ganze Thema muss lächerlich gemacht werden. Es ist eine gesteuerte Kampagne, um das Thema lächerlich zu machen, weil man glaubt, dass es genutzt werden könnte, um einen realen Angriff als Tarnung zu dienen. Und das ist eigentlich eines der, es gibt mehrere solche, wo dann das Ergebnis der Studie steht schon vorher fest, bevor sie angefangen wird. Davon gibt es ja auch. Also das ist so, wenn man reingeht, das war der Grund. Ich sag mal, das war der Grund für mich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dass was denn hier los? Also das ist ja es ist eine Desinformationsmaschinerie. Und wenn er zum Beispiel auch in dem Betrieb aber steht, gut gemacht. Die haben knallharte Belege, knallharte Referenzen. Ja, also hier zum Beispiel zum Project Saucer,
Fußnote 3, wo die ganze Sache erklärt wird, was das Projekt Saucer war. Ja, hier, das ist die Fußnote 3. Wenn wir uns jetzt mal die Fußnote angucken, worauf, also sie haben ja, die sagen ja, sie haben da geheime Akten gewälzt, um das alles rauszukriegen und so. Und dann gehen wir hier mal auf die Fußnote 3. Und da kommen wir hier auf militaryhistory.fandom.com. Rufen wir das doch mal auf, mal sehen, ob wir diesen Link kriegen. Und wenn ich das jetzt mal mache, Moment, geh mal auf die Webseite. Oh, ist nicht da. Der Link ist tot. Aber was ist das überhaupt für eine Webseite, Fandom? Hm. Guck mal doch mal. Das ist doch bestimmt irgendwie so ein geheimes, internes, seriöses Regierungsportal. Was ist hier? Moment. Discover the World of Shogun, Anime Fans, The Long Bizarre History of Beetlejuice, Everything You Know, Jim Carrey, Harry Potter, eine Neo-Disney Princess, Godzilla. Also es sieht so aus, als wäre das einfach nur ein Portal, wo irgendwie Fans von Science-Fiction-Filmen irgendwelchen Nonsens austauschen. Und das ist also jetzt eine der seriösen Quellen von diesem Bericht des Pentagon. Ja, Fan von Science-Fiction, die Nonsens austauschen, könnte die Überschrift von dem Bericht auch sein. Das wäre da nicht so abwegig, ja. Aber das sind ja noch, es gab ja mehr. Ich glaube bei zwei Links, ich bin mal so durchgeklickt, wo sie nicht funktioniert haben. Also da haben sie Internetleichen drin und dann so etwas. Also deswegen, vielleicht ist es sogar zu hoch gesagt, wenn man Schülerpraktikant, also jemand, der ein Berufspraktikum, so 9. Klasse, 10. Klasse, und holen wir mal aus unseren ganzen Berichten ein paar Sachen zusammen und dann wurde das noch ein bisschen bearbeitet. Also die sowas in der Form habe ich selten gesehen und das ist, also ich habe es jetzt ja schon gesagt, das kann man nicht ernst nehmen. Man kann das nur betrachten. Ich betrachte das unter Propagandagesichtspunkten. Also das heißt, man produziert etwas, was Leute, die das gar nicht genau lesen, wie wir ja in dem Artikel im Münchner Merkur gesehen haben, der da fantasiert von russischen Fluggeräten, dass Leute, die eine Absicht haben, eine Möglichkeit haben, mit ihrer Absicht auf diesem Papier aufzusetzen. Die brauchen es gar nicht groß lesen. Sie können die Executive Summary und dann ist das erwünschte Ergebnis alles Bullshit vorhanden. Eine der besten, also fundiertesten Kritiken an dem Bericht hat also Mitglied der Scientific Coalition for UAP Studies, Robert Powell, gegeben auf Twitter. Und da möchte ich mal ganz kurz ein kleines bisschen das zusammenfassen, was er hier schreibt. Er sagt also erstmal, da gibt's also wirklich ganz klar Fehler, wie zum Beispiel die Sache mit der Fußnote 3, aber zum Beispiel auch die Fußnote 4 und die Fußnote 6 sind auch Links, die nicht funktionieren. Fußnoten 5 und 6 wurden als 5,6 kombiniert und nicht als 5,6 und so. Und auch weitere kaputte Links. Also es gibt viele, viele Links, die gar nicht funktionieren aus diesem Bericht. Sag ich ja, selbst bei mir einfach random von mir, also draufgeklickt mal, um was zu gucken. Ich bin bei zwei Links nicht weitergekommen. Und ich habe nicht die gesamte Linkkette durchgegangen, sondern am Anfang geht's gleich los mit wo man merkt, oh, hier stimmt gar nicht. Ja, also ist unglaublich eigentlich. Dann weiter geht's hier von Robert Powell. Er sagt hier, da wurde die Sichtung von Kenneth Arnold als 23. Juni 47 angegeben, aber das korrekte Datum ist der 24. Juni. Das kann man jetzt vielleicht als ein kleines Versehen betrachten, aber es ist wirklich. Aber da sind noch mehr Fehler drin. Sie beschreiben, der Arnold beschreibt sozusagen Geräte. Deswegen haben die Deutschen angefangen, bei den Horten-Brüdern nachzufragen, ob zum Beispiel die Sowjets diese Horten-Technologie übernommen haben, weil er beschreibt so eine Art Doppelsichel sozusagen. Ich habe ein bisschen tintige Finger hier. Sozusagen eine Doppelsichel. Und da steht dann drin, dass er gesprochen hat von scheibenförmigen Fluggeräten. Das ist einfach, das ist ein Fehler, der relevant ist, ja. Weil er hat beschrieben, dass sie sich bewegt haben, ähnlich wie Steine, die über eine Wasseroberfläche so titscher, titscher, dirr, ja, sozusagen darüber gehen. Aber die Form der Objekte war sowas wie die, wenn da jemand das kennt, die Horten 9 in der Richtung. Da wäre das erste, wo man gedacht hat, nur mit sichelförmigen Flügeln. Also es ist grotesk. Es ist der Stelle, also das Datum ist eine Sache, kann mal passieren, würde ich sagen. Bei so Sachen finde ich es nicht so wichtig. Aber der Inhalt,
Also von der Sichtung. Und dann haben wir auch gleich, andere Leute haben in Twitter, haben aus dem Buch, was Arnold damals geschrieben hat, haben sie das zitiert, ja, was er da gesagt hat. Ohne Worte. Also. Genau. Sie benennen hier auch noch ein Projekt Bear, das, also Projekt Bear sozusagen, was gar nicht der Begriff war für dieses, also ich mach mal kurz, will mal kurz zusammenfassen, was Robert Powell sagt, weil der macht das wirklich gut. Also hier, Projekt Stork war eigentlich eine sehr, sehr wichtige statistische Auswertung vom Battelle Memorial Institute mit dem Namen Project Stork, ja. Und bei Arrow heißt es aber Project Bear war eigentlich ein absichtlich falscher Name, den der Edward Ruppelt, der damalige Leiter des Programms, in seinem Buch so geschrieben hat, um nicht den Warnnamen des Projekts reinzuschreiben. Das müssen die doch wissen. Ich denke, die haben... Das ist ein klassischer Fehler, wenn man sozusagen... Wer war das? Coulthard, ne? Hat das ja einen großen Haufen dampfenden Bullshit genannt, diesen Report in seinem Kommentar. Und solche Fehler passieren halt, wenn man sich auf die Quellen beruft, die das Ganze diskreditieren sollen, kommt man bei solchen Fehlern raus. Ja, dann behaupten Sie, 1960 sei ein Jahr mit extrem vielen UFO-Sichtungen gewesen. Ja, dann kommt Bullshit. Eigentlich hat es eine der wenigsten UFO-Sichtungen 1960, ja. Genau, und der Kongress wollte aber eigentlich im Bericht, sagt er hier, eine Zusammenstellung der Geschichte von UFOs von 1945 an. Aber Arrow sagt, das Ziel des Berichts sei, die vergangenen Erforschungsbemühungen zu untersuchen und die Behauptungen von befragten Leuten, dass die US-Regierung und verschiedene Vertragsunternehmen nicht weltliche Technologie und biologisches Material geborgen hätten. Aber das ist ja gar nicht das, was der Kongress überhaupt verlangt hat. Ja, also der Bericht, sagt Robert Powell hier völlig zutreffend, verbringt fast die Hälfte seiner ganzen Argumente damit, zu widerlegen, dass außerirdische Technologie im Besitz wäre der US-Regierung und Arrow gegen Verschwörungstheorien verteidigt. Ja, also es ist ja, es gibt außerdem werden die Foo Fighters gar nicht erwähnt im Zweiten Weltkrieg. Es wird auch überhaupt nicht auf die wichtigen UFO-Fälle eingegangen, die verzeichnet sind, die aber eigentlich da drin sein müssten. Er hat hier ein paar aufgezählt, ja. Und auch was das Vorhandensein von UFOs bei Atomwaffenstützpunkten angeht, schreiben die kaum was darüber. Ja, da gab es zum Beispiel 1975 eben in der Nähe von Loring Air Force Base, Wirt Smith Air Force Base, Malmstrom Air Force Base, also da, wo auch schon Jahre zuvor dieser Robert Salas-Fall passiert ist, immer wieder Objekte, die dort drüber geflogen sind. Nichts davon wird von Arrow erwähnt. Und es gibt noch viele weitere Fälle. Also, und er sagt, die sind also wirklich total ahnungslos. Er hat es wirklich gut zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn ich einen Kurs in Logik und kritischem Denken geben würde, dann könnte ich mir kein besseres Beispiel ausdenken, um das Versagen im Nachdenken zu demonstrieren, als diesen Absatz am Ende des Arrow Papers. Und hier ist also dann der letzte Absatz. Es gibt eine Überzeugung unter einigen Amerikanern, dass die US-Regierung eine Täuschungsoperation durchgeführt hat, um die Tatsache zu verbergen, dass sie außerirdische Raumschiffe geborgen hat und außerirdische Wesen und auch systematisch ausgebeutet und nachgebaut hat. Diese Wahrnehmung wird wahrscheinlich von den öffentlichen Kommentaren von wichtigen UFO-Forschern vorangetrieben. Zum Beispiel J. Allen Hynek von Project Blue Book hat gesagt, dass die US Air Force erwartet hat, dass er die Rolle des Aufklärers übernimmt. Und Captain Ruppelt, der erste Chief von Blue Book, hat später geschrieben, dass von ihm erwartet wurde, dass er jeden Bericht wegerklärt und dass die US Luftwaffe versucht hat, Presseberichte zu generieren, die mit der Position der Luftwaffe übereinstimmen. Die Überzeugung, dass die US-Regierung da etwas zu verstecken hat, würde ich sagen, die wird vor allem vorangetrieben von den verdächtigen, seltsamen Publikationen der US-Regierung selbst, oder? Also, ja,
Das ist eine Autodelegitimierung des Staates sozusagen. Ja, und die Reaktionen darauf sind natürlich auch vernichtend. Ja, also Christopher Mellon zum Beispiel hat gesagt, der Bericht wird hier niemanden zufriedenstellen. Das ist ja, wenn du natürlich dem Pentagon die Aufgabe gibst und dem Geheimdienst sich selber zu untersuchen, was soll denn da groß rauskommen? Das ist ja wie, als hättest du das Pentagon gefragt, die Iran-Contra-Affäre zu untersuchen. Ja? Mhm. Also das ist schon ganz gut, dass der Kongress dahinter steckt. Und er sagt außerdem, dass viele Zeugen gar nicht mit Arrow gesprochen haben, weil sie denen nicht vertraut haben. Und ich meine, in dem Bericht, einer der Sachen, die mich schockiert hat, war, das war mir nicht bekannt, muss ich sagen, es gab, berichten Sie über Vertraulichkeitserklärungen, Non-Disclosure Agreements auf Englisch, also auf Bundeswehrdeutsch, also wo man unterschreibt, dass man die Sachen, die im Rahmen der Verhandlungen oder der Geschäftstätigkeit miteinander vereinbart werden, nicht an die Öffentlichkeit geben darf. Und das steht in diesen Non-Disclosure Agreements der amerikanischen Regierung, steht die Drohung mit der Todesstrafe drin. Und im geringeren Falle beliebig lange Haftstrafen bis lebenslänglich. Gibt ja auch mehrfach lebenslänglich dann in den USA. Also das sind heftige Drohungen, die da drin sind, die da, also bestimmt nicht dazu angetan sind. Das machen die so nebenher. Wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe, man müsste so eine Art Kronzeugenregelung. Man muss sagen, wer jetzt nach vorne kommt und erzählt, steht unter unserem Schutz. Ja, und sie schreiben das rein. Also ich habe das, als ich es gelesen habe, betrachte das noch als nachträgliche Drohung für die Leute, die jetzt kommen, was mit ihnen passieren kann. Also im Endeffekt, wir können mit euch alles machen. Ihr seid in Gefahr. Ja, das ist die Botschaft, die da, also es ist das Gegenteil eines Versuchs, Aufklärung zu betreiben. Wenn ich Aufklärung betreibe, muss ich den Zeugen sagen, ihr steht ab jetzt unter dem Schutz. Und dann würde ich mir als Zeuge immer noch gründlich überlegen, ob ich was sage, wenn ich genügend weiß darüber, was passiert ist. Und Grush zum Beispiel hat ja davon gesprochen, dass es bis Todesfälle gegeben hat. Also, dass das untersucht werden müsste als Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem Verschweigen oder dem Unterdrücken der Tatsachen zu tun haben. Und das steht ja da auch so drin, ne? Da steht ja drin, die Whistleblower haben sich getäuscht. Die haben tatsächlich geheime SAP, also Special Access Programme der Regierung erwähnt, aber dachten, das hat was mit Alien-Technologie zu tun, aber das ist gar nicht so. Und viele, viele der Sachen, die da beschrieben haben, beschreiben tatsächlich geheime Entwicklungen der US-Regierung, aber es ist nichts Außerirdisches. Hm. Da muss ich aber sagen, also wenn die nennen da auch einen Fall, wo also ein Fluggerät bei krassen Flugmanövern gesehen wurde und das sei dann aber was Menschliches gewesen. Also wenn die solche Sachen im Schuppen stehen haben und es ist nicht außerirdisch, na, könntest du es doch freigeben. Hey, wir brauchen doch sowas, ja? Wer will denn noch mit Kerosin die Umwelt verpesten heutzutage, ja? Brauchen wir nicht eine neue Energiequelle? Wäre es nicht toll, Antigravitation zu haben? Holt es doch raus, könnte doch machen. Ist doch vielleicht einer der wenigen guten Punkte in diesem Bericht. Ansonsten Luis Elizondo, der ehemalige Leiter von ATIP, also dem Forschungsprogramm im Pentagon, lässt kein gutes Haar an dem Bericht. Der sagt, der Bericht ist absichtlich unehrlich, also unrichtig und gefährlich irreführend. Und er sagt, viele von uns, die das UFO-Thema für die Regierung bearbeitet haben, kennen die breiten geheimen Beweise, die Arrow zur Verfügung gestellt wurden und die diesen Bericht widersprechen. Mhm. Und leitende Mitglieder des Kongresses hatten ebenfalls Zugang zu diesen Beweisen oder Hinweisen. Und ich denke, daraus kann man dann auch schon sehen, dass der US-Kongress sich nicht weiter davon beeindrucken lassen wird, was hier gesehen worden ist. Übrigens einer, der auch ausgesagt hat, war Daniel Sheehan. Und Daniel Sheehan erzählt ja auch eine interessante Geschichte jetzt. Er sagt, er hat selber die geheimen Blue Book-Akten gesehen, Dirk. Ja, also ich kannte es nicht. Das war etwas, was du mir gesagt hast, was du schon kanntest aus dem Disclosure-Projekt, also dieser. Also das heißt, ich verstehe das so, als die Pressekonferenz war im Press Club, ne? Dass er da auch im National, das war beim Disclosure Project 2007, hat er das schon mal erwähnt. Hm. Und da hat er auch schon erwähnt, also erzählst du mal kurz die Geschichte, was er da überhaupt zu berichten hat. Naja, das ging über Präsident Carter. Über Umwege hat er die Möglichkeit bekommen, also die Freigabe von oben,
von weiter oben geht ja nun nicht mehr, dass er sich Sachen angucken kann und ist dann in einem Gebäude, gerade absoluter Neubau, ist eigentlich eine Filmszene, ja, durch sozusagen fast nicht beleuchtete Flure, am Ende des Flurs eine Tür, wo das Licht rauskam, standen zwei Anzüge. Er wurde vorne von zwei Anzügen, wie er das genannt hat, abgeholt, dann da reingebracht. Und dann konnte er sich, war ein Gerät mit Mikrofisch, also Miniaturisierungseinrichtung, die sehr alt ist, ja, also Fotografien quasi, die die man dann unter einem Lesegerät wieder vergrößern kann, sich angucken kann, also um zu reduzieren den Aufwand, den Platz für Dokumente und so etwas. Und er hat es reingeguckt und packt also den ersten Mikrofisch in das Gerät, ins Lesegerät, guckt hinterher und findet drei Fotos eines etwa 15 Meter großen scheibenförmigen UFOs, eines klassischen UFOs, also rund mit einer Kuppel obendrauf, das offenbar Notlandung, Absturz, könnte man das nennen, also eine Spur durch die Erde hinterlassen hat, keine kurze, sondern eine lange Spur, und hängen geblieben ist, dann sozusagen reingerutscht ist in einen Wall, aus dem es mit 45 Grad Schräglage rausguckte, und drumherum drei amerikanische Air Force Offiziere in Uniformen von der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die da drum stehen, einer davon mit einem Film, mit einer Filmkamera, mit zwei Rollen drauf, und da drei Fotos davon. Also eindeutig ein abgestürztes, notgelandetes UFO, und das kann man nicht anders interpretieren als eine Bergung davon. Das sieht er und kriegt also die entsprechende Reaktion bei ihm, ja, also, und er geht dann kurz drauf, also geht rum und verlässt dann diesen Raum wieder. Aber das heißt, er sagt, ich bin Zeuge, dass die amerikanische Regierung Fotos von solchen abgestürzten Flugobjekten, die sehr gut noch zu identifizieren sind, kein Trümmerhaufen, sondern so ist. Und das, was Arrow erzählt, kann deswegen nicht stimmen. Das hat er im Interview mit Ross Coulthard gesagt, und wo ich auch sagte, wo Ross Coulthard sagt, dass dieser Report ein großer Haufen dampfende Bullshit ist. Ja. Bisschen hart hier wieder. Guck mal, meine Lieblingsseite ist die hier aus dem Bericht, Seite 32. Das ist eigentlich die beste Seite, wo hier, also wo sie sich mit den Behauptungen von den Leuten auseinandersetzen, um die zu widerlegen, ja. Da haben sie hier zum Beispiel die das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, das will ich noch mal kurz ausführen, weil ich finde das wirklich interessant. Er sagt, Arrow war in der Lage, den Bericht eines authentischen US-Regierungsprogramms zu korrelieren, weil der Befragte in der Lage war, eine relativ präzise Zeit- und Ortangabe der Sichtung zu machen, wo er seltsame Flugeigenschaften beobachtet hat. Zu der Zeit sagte der Befragte, dass er ein Ereignis beobachtet hat, und genau zu dem Zeitpunkt hat das Verteidigungsministerium dort Tests einer Plattform, also eines Gerätes, durchgeführt, das von einem Programm mit besonderem Zugang geschützt war. Die scheinbar seltsamen Eigenschaften, die von dem Befragten geschildert werden, stimmen eng mit den Eigenschaften dieser Plattform überein, die auf einem Militärstützpunkt zu genau dem Zeitpunkt erprobt wurden, wo der Befragte dort war. Und dieses Programm hat überhaupt nichts mit der Ausbeutung von nicht weltlicher Technologie zu tun. Aber hey, wenn die sowas haben, ja, wo ist denn die Technologie? Warum geben die das nicht frei? Weißt du? Wenn die, sie haben offenbar schon sowas wie UFOs gebaut, ja. Und das Beste ist aber das hier, weil das ist ja dann, sie sagen ja, es gibt keine Beweise, dass irgendwelche Vertragsunternehmen tatsächlich über geborgene Materialien verfügen und die irgendwie nachbauen. Das war ja der zentrale Punkt an diesem ganzen Gesetz zur kontrollierten Offenlegung Chuck Schumer, dem Mehrheitsführer. Die hatten ja dort sogar eine Enteignungsklausel vorgesehen, um private Vertragsunternehmen des Pentagon enteignen zu können, die im Besitz von solcher Technologie oder von biologischen Materialien sind. So, Arrow hat jetzt festgestellt, ist alles Quatsch. Weißt du, wie die das festgestellt haben? Ich lese es dir mal vor. Hier steht's. Arrow hat sich mit hochrangigen Offiziellen getroffen, darunter auch aus der Chefetage von Technology Officers der besagten Unternehmen. Alle haben die Existenz dieser Programme abgestritten und die Wahrhaftigkeit ihrer Statements
bekräftigt. Also sie haben sich sozusagen getroffen. Das ist ja mal ein naturwissenschaftlicher Beweis, ne? Habt ihr das? Was? Wir? Nö. Okay, unterschreibt ihr uns das? Ja. Und das war's. Und wir zeigen euch vorher nochmal das Non-Disclosure Agreement, dass die Todesstrafe für Leute bereitsteht, die darüber reden. Das ist doch, na, so macht man das. Das ist, so stelle ich mir das vor, 1933 im NKWD bei einem Verhör in der Lubjanka, so ungefähr. Die haben auch schöne Geständnisse gekriegt. Ich wollte nochmal, weil das vielleicht nicht alle wissen, zu Daniel Sheehan. Warum dieser Mann interessant und wichtig ist, dass Daniel Sheehan ist, so, das ist besser. Pentagon Papers ist eine Sache, wo er dran beteiligt war. Watergate an der Aufklärung, Iran-Contra und Karen Silkwood, also die Anti-Atomkraft-Aktivistin, die mit Plutonium verseucht wurde in den USA. Das sind vier Fälle nur so. Und der hat eine Reihe andere. Er ist mit Louis Elizondo, ist er auch unterwegs. Also Daniel Sheehan ist Harvard-Jurist und jemand, der einen immensen Ruf hat, weil er sein ganzes Leben mit Aufklärung und Aufdecken von Regierungsverbrechen und Vergehen zugebracht hat. Also das ist nicht irgendjemand, deswegen auch, er hat es ja von Carter, der 76 an die Regierung kam, ja, 76, 77 hat er dann diese Möglichkeit eröffnet bekommen. Da war USA übrigens noch anders, kann man wirklich sagen, ja, dass das anders funktioniert. Es gab zwar jede Menge Mist, aber es gab auch tatsächlich Leute, die Möglichkeit bekommen haben, aufzuräumen. Demokratie ist ein Reparaturbetrieb und damals wurde noch repariert. Heute nicht mehr. Heute werden solche PR-Maßnahmen durchgeführt in Reihe. Was dazu führt, was auch in dem Report steht, dass 1947 waren über 70% der Amerikaner bei einer Umfrage der Meinung, dass ihre Regierung im Wesentlichen versucht, das Beste zu tun und gut arbeitet. Also, dass man ihr vertrauen kann. Dieser Prozentsatz ist nie mehr, hat nie mehr die 30% erreicht. Der ist eine katastrophale Situation. Und es wurde dann ironischerweise, auch in diesem Bericht wird gesagt, dass diese UFO-Thematik, dass das dazu führt, dass die Leute an diese UFOs glauben. Es ist aber umgekehrt, weil so viele Leute mitgekriegt haben, wie sehr bei dieser UFO-Thematik gelogen wurde, ist das einer der wesentlichen Gründe, warum das in den USA in Fahrstuhl Richtung Keller ging. Was in Deutschland ja nicht stattgefunden hat, bei uns ist das ja immer noch, wenn man in einer Diskussion mit gebildeten Leuten zusammen ist, muss man aufpassen, was man sagt, weil es offiziell keine Stellungnahme pro der Beschäftigung mit diesem Thema geben kann. Aber in den USA war das einer der wesentlichen Punkte, weil das eine lebendigere Diskussionskultur war, die dazu geführt hat, dass die Leute der Regierung nicht mehr geglaubt haben. Und deswegen konnte man auch so Fernsehserien wie Akte X machen, die eigentlich darauf basieren, ja, dass sozusagen, dass da irgendwas im Hintergrund die ganze Zeit schiefläuft. Dazu kam, abgesehen davon, der Kennedy-Mord, der das gemacht hat, aber die Amerikaner haben einfach einen realistischeren Glauben, wie sehr ihre Regierung ihre Interessen vertritt. Genau, genau. Und wir reden jetzt gleich in dieser Sendung noch weiter über diesen Bericht, denn es gibt tatsächlich aber einige echt interessante Fundstücke. Nämlich haben die dort tatsächlich ein geheimes Programm gefunden, das UAP geborgene Technologie nachentwickeln sollte. Und sie haben auch Spuren gefunden, dass bei der Heimatschutzbehörde ebenfalls ein solches Projekt angedacht war. Und dazu gibt es eine extrem interessante Vorgeschichte, die ich erzählen möchte anhand von den Dingen, die ich dazu herausgefunden habe. Außerdem reden wir gleich noch über einen Vorfall, den der Abgeordnete Matt Gaetz bei der Befragung von David Grush erzählt hat. Da sind jetzt Dokumente aufgetaucht. Jetzt haben wir die ganze Wahrheit erfahren über diesen Vorfall bei der Eglin Air Force Base. Und wir reden mit einer mutigen deutschen ehemaligen Bundeswehrsoldatin darüber, was sie selbst im Dienst in Erfahrung gebracht hat über UFOs. Im Dienst, da gab es einen Vorfall bei einer Kaserne, über den sie erzählt. Aber vor allem hat sie dann noch ein bisschen rumgefragt. Und es ist ganz interessant rauszufinden, wie die Bundeswehr in Sachen UFOs da tickt und wo die Geschichte für Quatsch gehalten wird und wo nicht. Das ist das Spannende dabei. Aber
Also ein viel krasserer Fall hat sich schon vor Jahren in Spanien zugetragen, an einem spanischen Militärstützpunkt, wo... Also als ich dazu gehört habe, habe ich so... Und also es gibt den... Ich war jetzt nämlich am vergangenen Wochenende in Madrid, dort war eine UFO-Konferenz und dort habe ich den Hauptzeugen kennengelernt, der damals zusammen mit drei anderen Wachsoldaten eine Lichtgestalt gesehen hat, die dort auf diesem Militärstützpunkt aufgetaucht ist. Es gab eine Schießerei. Er ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Es haben sich danach noch sehr interessante Sachen abgespielt. Und es gibt auch Akten dazu vom spanischen Verteidigungsministerium. Deswegen, es gibt die Zeugen, es gibt den Zeugen, den ich gefilmt habe. Und es gibt Akten dazu zu diesem Fall vom spanischen Verteidigungsministerium. Also das ist ein wirklich extrem interessanter Fall, den wir jetzt gleich noch beleuchten werden. Aber vor allem reden wir über mein Lieblingsthema. Wo kommen die UFOs wirklich her? Also was hat's damit auf sich? Da habe ich neulich mit einem sehr, sehr interessanten Münchner Psychologieprofessor drüber gesprochen. Der hat nichts mit UFOs zu tun, aber er arbeitet bei seiner Forschung mit einer Theorie, die meiner Meinung nach dieses ganze Thema, also alles, die UFOs, die paranormalen Phänomene, die Nahtoderfahrungen und Remote Viewing, was da alles möglich ist und auch die seltsamen Zufälle, alles unter einen Hut bringt. Und diese Theorie finde ich bombastisch. Du hast ja auch angeguckt, ganz kurz, ein Satz dazu. Mit das Interessanteste, vielleicht sogar die interessanteste Hintergrundtheorie, die ich dazu bisher überhaupt gehört habe. Ich bin auf einer anderen Ecke von unserem dritten Jahrtausend, bin ich mit dem Matthias Bröckers über die Newton-Goethe, sag mal Alchemie-Diskussion, landet man bei den gleichen Leuten. Und das ist wissenschaftsgeschichtlich sehr interessant, dass quasi wir gehen zurück an den Ort, wo wir falsch abgebogen sind und fangen nochmal an, neu darüber nachzudenken, mit dem Wissen, was wir heute haben. Super interessant. Und es wird euren Realitätsbegriff, eure Vorstellung davon, was Realität ist, hart auf die Probe stellen, um nicht zu sagen, revolutionieren. All das und mehr besprechen. Nicht Esoterik, wir reden hier von einem der bedeutendsten Psychoanalytiker mit einem Physik-Nobelpreisträger über die Kooperation, wo das draus geht. Genau. Also es ist eine extrem interessante Theorie, die jetzt noch ganz ausführlich beleuchten wollen. Und das alles gibt's jetzt bei uns auf exomagazin.tv, exklusiv für Abonnenten unserer Webseite. Schaut mal vorbei, da gibt's hunderte Videos für Freigeister, die ihr garantiert nirgendwo sonst findet. Und dort geht es jetzt gleich weiter hier in dieser Sendung. Auf YouTube ist erstmal Schluss und wir sehen uns gleich weiter auf Exomagazin TV. Bis gleich.